Es ist Freitag und es ist natürlich Zeit für die Community Time auf dem Kanal von Joyce. Und ihr habt jede Menge Themen in die Runde geworfen, über die ich jetzt mit euch sprechen will und vor allen Dingen meine Meinung dazu abgeben soll. Denn es ist Zeit für Maurice Meinung. Auf Facebook kamen die ganzen Vorschläge und Chris hat geschrieben, was hast du eigentlich gemacht, als du von den Anschlägen am 11. September gehört hast? Das ist ja jetzt genau vor, also quasi heute ist 11. September, heute vor 14 Jahren gewesen. Und ich kann ziemlich genau sagen, was ich da gemacht habe. Das ist ja, glaube ich, bei jedem so, egal wer darüber nachdenkt, jeder weiß noch darüber Bescheid, was er gemacht hat am 11. September, weil es so einschneidend war. Ich persönlich war im Auto unterwegs und war, Schule war fertig und ich war auf dem Weg zu meinem Hobby. Mein Hobby war damals schon Fernsehen. Und ich weiß, dass wir eigentlich an dem Abend eine Live-Sendung mit Musikern machen wollten. Das war in Magdeburg im offenen Kanal und wir dann aber alles komplett umgestellt haben und an dem Abend eine Call-In-Show gemacht haben, beziehungsweise eine Call-In-Show ist irgendwie ein schwieriges Wort dafür, sprich eine Anrufstrecke, wo Leute sich schlicht und ergreifend darüber unterhalten konnten, was sie da gesehen haben im Fernsehen, weil es so krass war. Das war am 11. September. Willi Bratfisch, und mich würde einmal deine Meinung zum Thema Ängste der Bürger über Flüchtlinge interessieren, ohne jetzt irgendwelche Begriffe wie Nazi, Rechtsradikal oder Rassismus oder Fremdenhass als Beschreibung oder Anschuldigung zu verwenden. Diese Ängste, die viele Bürger haben, Gott sei Dank viele auch nicht, sind für mich zu großen Teilen nicht nachvollziehbar. Wenn ich zum Beispiel ins Ausland fahre, weil ich Urlaub mache in Kroatien, Serbien, kommt rein. Hi Nick! Also, wenn ich Urlaub mache, ne, im Ausland zum Beispiel, dann habe ich ja auch keine Angst vor den Menschen dort im Ausland. Also verstehe ich es nicht, wenn eben jene nach Deutschland kommen, man plötzlich Angst hat. Ne? Und das ist für mich eine nicht nachvollziehbare Angst. Und ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese Ängste, glaube ich, gar nicht wirkliche Ängste sind, sondern einfach ganz, ganz viele schreckliche Vorurteile, weil man damit noch nicht konfrontiert war. Und eigentlich ist dann genau das, was jetzt passiert, die richtige Therapie, um diese Ängste loszuwerden. Das ist genauso wie ich. Ich hatte früher Flugangst und irgendwann musste ich allerdings in ein Flugzeug steigen und es war die beste Therapie, die ich haben konnte. Und wahrscheinlich ist genau das, was jetzt passiert. Vanessa fragt, beziehungsweise sagt, was ist deine Lieblingsfußballmannschaft? Ich spiele selbst Fußball. Liebe Vanessa, Fußball interessiert mich wirklich gar nicht. Ich habe überhaupt gar keine Lieblingsfußballmannschaft. Das ist mir wirklich so richtig, richtig hart egal. Das Einzige, wirklich das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das interessiert mich in Sachen Fußball, ist der 1. FC Magdeburg. Das ist meine Heimatstadt und jahrelang haben die unheimlich schlecht rumgegurkt und haben es nicht geschafft, nur ansatzweise in Richtung Erfolg zu kommen. Und jetzt sind die in diesem Jahr aufgestiegen in die dritte Bundesliga und seitdem läuft es sogar ganz gut und tatsächlich, also nicht, dass ich jedes Spiel verfolgen würde, aber tatsächlich gucke ich da ab und an mal hin, wie die gespielt haben, die Jungs. Also könnte man behaupten, der 1. FCM wäre meine Lieblingsmannschaft, aber das ist ehrlich gesagt schon wieder zu weit gegriffen, weil dafür finde ich die eigentlich auch wieder zu uncool. Also siehst, Fußball ist überhaupt nicht meine Welt und by the way, ich weiß nicht, wie die letzte Woche gespielt haben. Ich habe mich nicht informiert. Aaron fragt, das neue iPhone 6S. Ja, lieber Aaron, meine Meinung dazu ist tatsächlich überflüssig. So wie zu all den Dingen, die tatsächlich jetzt die letzten Tage von Apple vorgestellt wurden. Ich finde auch, das neue Apple TV ist letztendlich ein Hinterherrennen hinter all den anderen technischen Innovationen, die Amazon teilweise und auch Google Chrome Stick in den letzten, ja, was sind jetzt auch schon wieder Jahre, gemacht haben. Man stellt tatsächlich fest, dass Apple nicht, zumindest im Moment, nicht der Konzern ist, der taktangebend ist, sondern andere Konzerne tatsächlich, Konzerne, die sich eher mit Content beschäftigen, wie Amazon oder halt auch Google, zu teilen zumindest, oder mit zumindest digitaler Infrastruktur, aber halt nicht mit Hardware. Das heißt, ein Hardware-Konzern, ein reiner Hardware-Konzern, der Apple zu großen Teilen ist, hat im Moment nicht mehr das Sagen, sondern eher die, die die Inhalte stellen. Und die wiederum brauchen die Hardware und wollen dann aber sich nicht docken oder ankoppeln an Apple und machen es dann halt selber. Und das scheint im Moment eine sehr erfolgreiche Strategie zu sein. Amazon plant ein Tablet für 50 Dollar, also fast 50 Euro. Das ist ja quasi dann das günstigste Tablet ever, ever. Und ich glaube, in die Richtung wird es weitergehen. Apple ist im Moment eher so ein bisschen, na, hinterher, würde ich sagen. Jutta fragt, Maurice, was ist eigentlich aus deiner YouTube-Rubrik Maurice traut sich was geworden? Das war schon immer eine schwierige Rubrik für mich, Jutta. Du weißt, es ist so schwer, mich zu überwinden und mich oder dass ich mich etwas trauen kann. Wie mit der Flugangst zum Beispiel. Und viele der Vorschläge, die reinkamen, das war ja immer so, ihr habt einen Vorschlag gemacht, was ich für eine Challenge machen soll. Und dann habe ich sie getan. Das Ding ist, viele der Vorschläge, die waren so
teilweise so gut, aber teilweise auch deshalb so krass, dass es sehr, sehr schwer war, sie zu realisieren. Ich konnte halt einfach nicht vom Fernsehturm mit einem Bungee-Seil springen. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ja, über irgendwelche Klippen zu springen, das war ein wenig schwierig. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja natürlich immer noch die alten Folgen von Maurice Traut sich was online hier auf unserem YouTube-Kanal. Und die könnt ihr euch anschauen. Und zwar, wenn ihr, zack, zack, dort klickt. Dort haben wir euch die alten Folgen verlinkt. Und hier drüben gibt es die Community-Time vom letzten Mal. Und nicht vergessen, ihr könnt den Joyce-Kanal abonnieren. Und zwar hier oben. Und jetzt könnt ihr gerne mit mir diskutieren. Und zwar in den Kommentaren. Bis nächsten Freitag.